einen wundervollen Prösterchen. So, wie sieht's aus? Also, Sebastian hatte davor Probleme, ja. Bei mir sieht alles sauber aus, scheint flüssig anzukommen. Das ist ja schon mal ganz cool. Ich hoffe, du bleibst dabei. Jo, schönen Abend. Ich habe dann jetzt aber ein bisschen früher jetzt angefangen. Wurde eigentlich noch vorher, hat doch nicht geklappt, weil ich gesehen habe, Sebastian hatte irgendwie Probleme gehabt. So, letztes Mal vor 5 Wochen. Online-Wesen, es kam immer was dazwischen. Das heißt, Vorbereitung für irgendwas. Dann Weihnachtsfeier letzte Woche. Aua, aua, aua. Ja, wir schon angetrunken gewesen. Und aber jetzt hoffe ich wieder, ich kann regelmäßig hier streamen. Gut, ich habe beschlossen, C64. Irgendwie ist man danach. Ich habe auch seit letztem Mal kein C64 mehr gezockt und irgendwie will ich es mir so richtig geben. Jo. Okay, dann starten wir mal irgendwas. So, Sound ist da, aber sieht du das Pegelschlägt aus. Fangen wir von oben an. Was ist das? Alien Brute. Starten. Angucken. Glaube, das ist auch so eine Zeitschrift. Wenn ich da schon sehe, Loading Sprite Data. Loading Title, ja, irgendwie. Wollen wir mal sehen. Ach so, mal gucken, hat er jetzt eigentlich mal den Spiel unten raus und der Tag jetzt unten stimmt? Ah, jetzt stimmt, sehr cool. Ach, danke, Sebastian. Ach, Game ist es da. Dann muss ich Game of Retro machen. Och, sag mir das doch, ey. Ich dachte, Tech ist es da. Twitch, dieses moderne Zeug, ey. Ja, bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Okay. Mein Einspieler. Ich erwarte jetzt wirklich nicht viel. Starting Skill? Bonus? Brute. Fangen wir aber eins mal an. Okay. Gut, wie gesagt, ich vermute mal, aus der Zeitschrift dafür ist das eigentlich ganz nice, sogar das Ding. Villa 1 geschafft. Oh, guck mal. Eierköpfe mit dem Propeller auf dem Kopf. Schneller fahren kann man ohne. Wo ist Dauerfeuer hier nochmal? Bringt nichts. Jetzt doch vorher an oder was? Jetzt habe ich es angehabt. Ist kein Unterschied. Bewegt sich auch ein bisschen träge, das eigene Schiff. Okay, beim anderen Spiel wärst du unten weggekommen, da hätte die Geschwindigkeit ausgereicht. Ja, komm, Mika. Da hätte die Geschwindigkeit ausgereicht. Na komm, einmal machen wir es noch. Wir nehmen jetzt mal einen Spieler und den jetzt mal hier bei 7. Ach, Bohnen, die Blut. Freu dich nicht so früh, Sebastian. Also ist seit Wochenende öfter Vodafone hier einfach mal die Leitung gehabt, ey. Wird auf mich geschossen, wie böse. Also richtig ein C64 würdig ist das Spiel irgendwie ohne.
Oh, ich muss hier pennen. Hi Devil, alles klar? Was war das jetzt? Ja, okay, komm, noch eins brauchen wir nicht, das brauchen wir nochmal. Also es fing wenigstens nicht schlecht an der Abend. Award the Neut. Was könnte das sein? Das sieht mal irgendwie nach einem Adventure aus. Das ist doch schön. Und heute Morgen hat er eine Stiefel gehabt, den Arsch voll bekommen, weil er böse war. Ich hab schon Leckerlis drin gehabt. Nee, Leertaste. Wie gesagt, tipp ist auf den Adventure. Leiser für euch. Was? Quasi. Ach so, ja, okay. Wie langweilig, artig, ey. Tschö. Morgen schon wieder Weihnachtsfeier bei mir. Letzte Woche war vom Betriebsrat gewesen auf dem Weihnachtsmarkt. Morgen gehen wir mit der Abteilung essen. Ne? Ach, der lädt noch. Am Morgen geht mir nicht die Kante, habe ich beschlossen. Was essen? Ins Bierchen, dann ab nach Hause. Letzten Dienstag hatte ich wirklich schön in Sitzen gehabt, ey. Dazu noch eine Unterkühlung mehr eingefangen. Wo ist mein Dampfzeug? Da ist mein Dampfzeug. Liegt der jetzt noch oder was ist jetzt hier, Mignon? Guck. Ich glaube das. Nun kommt mal Ladegeräusche, ne? Warten wir noch. Ey, bei uns auch. Alle, ey. Aber jetzt ja nicht mal hier das böse C, so richtig schön klassischen Erkältung, ey. Da magst du ja echt 2 Jahre mit Maske rum, du bist irgendwie nicht mehr abgehärtet und sobald du irgend mit dir mal so eine Kleinigkeit einfängst, du hast echt ein paar Tage richtig dran zu knabbern, ey. War das nicht meistens so gewesen, je länger die Ladezeit, umso beschissener das Spiel. Ich habe Key gedrückt und gepresst. Ja, er lädt irgendwas noch. So, jetzt. Okay. Nee, falscher Joystick. Okay. Jetzt wird der wirklich Pizzabote oder das hätte. Springen kann ich. Nee, dann zuckt er bloß. Ducken kann ich mir ohne. Da kommt ein Hase an den Sprung. Jetzt freut sich der Hase. Okay, aber man kann die Key aus der Tür raus. Nein. Leertaste? Nee. Irgendeine Taste macht da irgendwas? Nee. Ah!
Also nach oben. Wie war das hier? Warte mal, ich konnte da eben. Weil ich muss da hier irgendwo. Eben. Wo ist da eine Falltür? Okay, mit den Springgeteilen noch nicht ganz raus. Ich krieg die Bedienung jetzt. Und irgendwie ist da hinten eine Falltür gewesen. Die war irgendwie hier. Okay, nach oben. Da komme ich aber da nicht raus jetzt. Jetzt ist das Karnickel da wieder. Hä? Aber da komme ich jetzt nicht raus. Komm ich jetzt. Okay. Jetzt bin ich wieder unten, aber ich gehe mal von aus, das Spiel sagt mir, ich soll nach oben gehen, weil oben klingelt es ja ein Telefon. Ja, bloß wie komme ich nach oben? Und jetzt tut der Hase mir auch nichts, aber ich komme hier nach oben. Also von der Logik würde ich jetzt sagen, ich müsste durch diese Tür durchgehen. Wenn ich bei der rechten reinkomme, in den Flur, muss ich dann links rauskommen, ich wieder in die Etage weiter oben rein. Irgendwie so. Ja, das wäre diese Falltür. Ist ja schön, aber. Hä? Ach so, warte mal. Ich habe einen Schlüssel da unten. Vielleicht hängt das damit zusammen. Nein, du springst. Ja, ja, ja. Ja, Karnickel ist ja gut. Gibt es Pizza mit Hasen eigentlich? Hm. Könnte sie ja schmecken, du Picke. So, Feuerknopf. Ah, Feuerknopf. Sag jetzt mir doch. Warte mal. Feuer? Warte mal. Also Telefon rangehen war doof, dann geht eine Telefonbombe los. So. Nein. Ne, das so. Ich will da immer rauskommen, wenigstens. Also Telefon nicht rangehen. Die Tür ist jetzt aufgeschlossen. Von meiner Logik jetzt her sehen wir den Schlüssel, habe ich jetzt nicht mehr. So. Dann lasse ich jetzt mal. Nein! Ich hätte gerade dieses F-Wort dich gesagt. Oh, noch ein Versuch. Die Musik passt zum Spiel. Kommt das Karnickel jetzt gleich da oben? Ja, spring! So, warte mal, hier nur zeigen Schlüssel. Ganz ruhig, Olli. Reg dich nicht auf. Also da hinten ist auch eine Falltür. Ich nehme das nächste Spiel. Ja, das ist das nächste. Ja. Tag, Mignon. Gucken wir uns mal Bodo an. Bodo plus 2. Mit Pal. Drauf ein Bier. Was steht denn überhaupt drauf? VEB Getränkekombinat. Was war das nochmal gewesen? Spirin. Könnt ihr das erkennen? Nee, war. Hat Nachbar übererbt. Na, guck mal an. Return.
Ja, mach's 100 Lena. Ja? Hallo? Tun was? Joystick Anreport? Nichts tun. F1. Also echt, das ist ein Aktivisten schwarze Pumpe, Alter. Ich bin Versi. Keine Ahnung. Da ist ein Ritter auf dem Gaul drauf. Und so ein komischer Zwerg, was das sein soll. So, ich möchte dieses Spiel gerne starten. Hallo, Spiel. Leertaste Return. Hallo. Was macht der denn hier nochmal? So. Okay, er wird es irgendwie nicht starten. Gut, dann nehmen wir ein anderes Spiel. Buffalo Bill. Ich will ja nichts vorwegnehmen, weil das könnte durchaus was mit Schießen zu tun haben. Ist nur so eine Vermutung von mir. Buffalo Bills Wild West Show. Keine gespaltene Persönlichkeit. Ach, enter your name. Olli. Zack. Wie kann ich mal? Ja. Okay. Trickshooting, ne? So, cool. Wird wahrscheinlich Zeit werden. Machen wir mal die 1. Ich schätze, ich muss jetzt hier ein. Achso, nee. Feuer. Ach, Space. Alles nach und nach. Ich dachte jetzt mit den Zahlen, also ich kann das dann auswerten. So, ach. Interessiert da eh keiner die Keller, aber. Bald ist Weihnachten. Ich glaube, ich weiß, was ich kriege. Die Steuerung ein bisschen träge. Olle, also, Zeit ist vorbei. Vermutung ist, wie es aussieht, ein Evercade. Den Versus. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Warum darf ich Foxy nicht? Tag Miri, alte Socke. Lass ihn in den Rücken schießen.
Mückenschießen macht Bock. Wir sind also mit Filmen, wo es kein Happy End gibt. Ich liebe es. Ich knall alle ab. Ich muss mein aggressives Verhalten hier ausleben. So. Wie viel Disziplin waren das jetzt eigentlich gewesen? 7, 8 oder so was, ne? Habt ihr ein bisschen was vor euch? Und ich hoch. Okay, Messerwerfen. Ich vermute mal, das ist so ziemlich das gleiche im Grün. Oh, cool. Super. Hör mal. Okay, leichte Latenz mit dem Wurf. Sorry, warte mal. Ich drücke rauf. 1,5 Sekunden, 2 Sekunden. Bis der Wurf, die willst du nicht abchecken. Ja, das will ich nochmal machen. Da hört der vielleicht das Klicken jetzt hoch. Klick. Oh, zweimal. Ich glaube, das trifft. Toni. Okay, du musst eigentlich immer... Also am besten so, wenn... war anscheinend gut gewesen. Keine Ahnung, ich zu schnell gedrückt. Ist ja nächste Disziplin. Ja, ich finde so, Grafik ist echt... Grafik sieht echt nice aus, das Ding. Lässt sich auch gut spielen. Ich meine, okay, ist jetzt nicht so... der Knaller, aber ist okay. Und irgendwie versucht man mir Gehirn noch zu sagen, das hatte ich damals auch gespielt. Weil irgendwie kommt mir das ein bisschen bekannt vor. Hey Dattler. Ja, wenn alte Männer spielen. So, was haben wir jetzt? Okay, Calf-Roping. Das müsste ja dann Bullenfang sein. Wie mal die Kälber da irgendwie. Darf ich die danach noch essen? Okay, jetzt mal gucken. Okay, nochmal, ja, nochmal. Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden. Konnte ich jetzt den... Okay, der wirft also immer so nach rechts unten das gleich. Okay. Das ist Zufall, wie das aussieht. Okay, das war anscheinend nicht so gut. Was hätte ich jetzt machen müssen? Nach hinten ziehen? Also grafisch ist das Ding wirklich nice. Jetzt den Cowboy sehen. Warum ich jetzt mit
ein berührte, blöde Vieh. Ja, komm, das muss doch mal klappen. Ich berühre das doch ja nicht. Okay, dann schaue ich da wirklich zu nah ran. Gut. Stefan, das ist wieder eindeutig zweideutig von dir. Schäme dich. Hier ist eine Dame anwesend. Und deswegen haben sie die irgendwann einfach geschossen. Und ja, mit dem Lasso eingefahren. Gut, ein Versuch noch. Oh, oh, das ist aber nicht korrekt, was du hier geschrieben hast. Oh, oh. Ich dachte, das hätte jetzt gereicht. Eieiei, du hast Indianer geschrieben. Oh, 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 oh. Okay, letzter Versuch, jetzt wirklich der letzte. Oh, eingefügt, das leckt mir doch am Arsch, ey. Nein, nächste Disziplin. Das soll ich nicht dann ertragen. Ich glaube, wenn es nach einigen Leuten gehen würde, ja. Aber so Diskussion lassen wir lieber hier auf dem Kanal. Die haben ja schon an die von Kindern. Ach, es ist sehr. Ich finde, es ist der helle Wahnsinn. Nabend, Aho. Ach, sag mal, Stefan, wir haben heute dieses Jahr in die Vorreihe gekriegt. Wir schaffen uns nächstes Jahr mal in Berlin zu treffen. Wenn es wärmer ist. Was war denn das jetzt hier? Okay, ich schätze mal, da fliegen dann die Flaschen durch die Luft. Okay. Ja. Ah. Oh, okay. Oh ja, das ist aber. Also, was ja irgendwie ganz cool ist, du hast wirklich so eine Trägheit in der Steuerung drinne. Ich kann die von. Ja, das war knapp. Oh. Ja, eine habe ich, eine habe ich. Alter, wie wurfst du denn jetzt hier? Ach, da oben. Na, schade, ich dachte, fliegt da hin. Wie lange geht denn das? Wirklich schwer zu steuern. Ja, keine Ahnung, wie lange das jetzt hier geht. Weil um die Munition, ja. Ja. Ah.
Ach, warte mal, da waren die. Drei Stück hatte ich bis jetzt, wa? Ja. Och, komm hier. Ach, jetzt dann oben. Ach, das ist immer eine Ladung voll. Pro Patrone. Entschuldigung. Pro Patrone, so wird eine Ladung sein beim Revolver. 6 Schuss, schätze ich mal. Komm jetzt auch nicht mit jetzt wird. Oh, Alter. Mensch. Mal lieber gut, wir sind diszipliniert. Also ich war scheiße dabei jetzt, Alter, hat Spaß gemacht. Also bis jetzt finde ich Buffalo Bill wirklich nice. Und ja, ich glaube, ich habe das Fukir damals gespielt. Das Flaschenwerfen kam mir jetzt gerade auch so ein bisschen bekannt vor. Hier Wrestling? Ist das von Bullenreiten? Nee, oder? Ach, wer bin ich? Ich bin der da oben. Ach, ich muss auf den da irgendwie ruftern, wa? Fast okay. Ja, ja, nochmal. Okay, ich hätte gedacht, ich bin auf den schon drauf. Dann. Ich glaube, es wieder. Ach, okay. Der geht automatisch rüber. Ich habe den Feuerknopf nochmal gedrückt. Okay. Ja, da war ich mir am Arsch gewesen. Yes. Und da unten nochmal irgendwie so ein Anzeigenproblem. Auch nicht. Also ich glaube, du musst hier nur die perfekte Position kriegen. Probiere ich es jetzt nochmal rauf und dann mit dem Feuerknopf irgendwie. Gibt es da noch Disziplin Bullen schießen oder so? Nee, auch nicht. Hä? Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf den Bullen raufkomme. Das war doch jetzt nie gewesen. Ich gehe auf das 4 rauf. Aber er hält sich nicht. Ein Feuerknopf bringt auch nichts. Aber, das muss doch irgendwie klappen. Ich finde doch die Leute, das Publikum sieht gut aus, ey. Ich weiß nicht, wie ich auf den 4 raufkomme. Also ihn versuchen oder eine nächste Disziplin. Aber ich habe echt keine Idee, wie ich raufkomme. So. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, wie ich mich festhalten kann. Okay, 0 Punkte. Wie haben wir das noch vor uns? 1, 2, so was, oder? Okay, jetzt wird es dann auch mit der Steuerung interessant werden. Ja, okay, so. So, Also ich glaube immer da, wo der Pfeil hinzeigt, sollte ich auch, ja, machen wir mal ein Retry. Alter, so schnell kannst du ja nicht reagieren. Also ich glaube, der meint immer, wo der Pfeil anzeigt, aber ist aber mehr Zufall. Weil so schnell kannst du gar nicht. Das ist immer so grob nach der gleichen Zeit, also die Punkte ähneln sich ja. Ja, aber mal probieren wir es mal ähnlich. Machen wir einfach mal einen Kreis drehen. Ob das ein Unterschied ist. Ja, okay. So, nochmal. Haben hier 8 Muft. Nee. Jetzt wird es eher noch schlechter. Ich hab nach links und dann gleich nach rechts und okay, es wird schlechter. Nehmen wir den nächsten. Die Grafik haben sie gut gemacht, ey. Also ich hätte ja echt nicht mit so was Guten gerechnet bei dem Spiel. Irgendwie. Frische Luft hier drin lassen. Ein bisschen warm geworden.
Stage Coach Rescue, was denn das denn? Da kann ich mir jetzt überhaupt nichts vorstellen. Okay, ich bin der. Schießen kann ich nicht. Ich bin dieses Pferd, ja. Also vielmehr, ich bin der Typ auf dem Pferd drauf. Oder das Pferd, weiß ich nicht. Ich mir beides im Einhol. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich kann rauf und runter. Ach so, warte mal. Nee. Ich krieg auch keine Punkte oder sonst irgendwas. Mir passiert doch nichts. Ich weiß jetzt hier nicht, was ich tun soll. Nö. Ich kann nur rauf und rauflenken, ein kleines Stück hier runter. Mehr nicht. Ach so, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was es sein könnte. Ich darf die Dinger nicht berühren, vermute ich mal. Also, als ich wieder berühre? Wieder? Und nach Zeit X muss ich rangekommen sein. Aber schon faszinierend, wie viel der eine Kutsche drin trägt. Also, was da reinpassen, diese Kutsche. Okay. Ja, ist genau. Oh, ich habe echt Probleme, das abzuschätzen, auf welcher Höhe es war im Hintergrund. Alter, der Scroll ist ja auch gut geworden. Das sieht richtig geil aus. Okay. Also das ist jetzt wirklich Blödste von allem hier. Weil ich glaube, ich bremse immer aus, wenn ich gegen so einen blöden Stein gegenkomme. Out of time, ja. Also ich bin da nicht mal wirklich rangekommen mit dem Kopf vom Gorlike mal gesehen, ja. Ach, hi, okay, Player. Boah, okay, also die Disziplin hier, wie man das hier nennen soll, hätten sie weglassen können, weil die war jetzt wirklich irgendwie. Also ich vermute mal, das hat der runtergeschmissen, ich hätte nicht berühren dürfen. Ach, das war jetzt alles. Okay. Da es noch 4 Stellen länger sein könnte, das Score war ich anscheinend nicht so doll. Vielleicht gibt es so eine Abschlussanimation. Ja, ready, das war's. Dann gib uns das nächste an. Ja, eine Abschussanimation. Das wär's noch gewesen. Du warst scheiße, du wirst erschossen. Custer. Top 10 Custers. Okay, Custer zeig jetzt erstmal auch. Der General Custer. Ihr weiß ja, aber irgendwie hat jetzt so. Ja, Strategiespiel jetzt, Vermutung. Jetzt im Highscore-Fall, nö, brauch ich nicht. Frustet mich nur. Okay, Kast hätte ich jetzt wirklich heute ans andere gedacht. Ne, hallo. Mal runter. Play Game, ja. So, jetzt mit der Lautstärke. Nur einen Player eingegeben. Okay, da sind jetzt 2 Player. Ich war auf einen Player, oder? War ich nicht auf einen Player? Ach, ich hätte vielleicht aktivieren müssen, oder? Ach, du bist Ecke. Dann spiele ich halt beide, das ist mir auch real. Hä? Ja. Ja.
als müsste ich einen Joystick und das irgendwie ein Geschicklichkeitsspiel. Nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oder irgendwie so, sagen wir, Gesellschaftsspielmäßig. Nee, Down at Trolls, das reizt mich mehr vom Namen her. Nö, 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 nö. Ich mach doch nicht jeden Scheiß hier mit. Ja, ne. Erzählt mal was. Ich hatte nur diese eine. Okay, dann nicht. Da gab es nur eine. Dann nix. Fox F. Foxy Lady. Da war nur die eine drin gewesen, muss man das Image schon mal besorgen. Wo Tech bis dahin eh wieder vergessen, ey. Ich glaube, auf jeden Spiel mehr oder weniger kommst du hier an bei den Haufen hier, ey. Ja, gerne, gerne. Press fire to fight again. Okay. Sie kann springen. Wie? Ich kann jetzt. Konntet ihr jetzt. Ist das jetzt ernsthaft, dass ich. Okay, also den Krieg irgendwie nicht. Also ich habe jetzt wirklich einen Fuchs hier schießen können. Das ist okay. Das ist mal was anderes. Ey, der ist süß animiert, also. Hä? Warum hat du nie geschossen? Eben wollte er nicht schießen. Ach, beim. Okay. Ich würde da oben kriegen. Ist das nur Ziel? Kann ich den Apfel irgendwie kriegen? Ich weiß es nicht weiter. Die scheinen. Ist das jetzt ein Hund auf dem Fahrrad? Die haben mal so eine Tiere. Ach, das sind die ja. Okay. Okay, ich schieße Jagdhunde ab. Okay. Aber irgendwie muss ich doch da. Ach nee, die haben so einen Anfang, ey.
die sind ja bei uns, ey, so viele Füchse hier sehen wir noch nie. So, ich möchte aber. Das ist da oben eine Kettensäge. Was habe ich jetzt? Keine Ahnung. Jagdgewehr? So. Ach so, mit. Ach, jetzt zeig ich jetzt. Ey, jetzt ist peinlich. Jetzt zeig ich den Springen erst verstanden. Joystick nach oben und Feuerknopf. Okay. Die Enten scheißen auf mich. Sind das Kuhärsche? Ja, geil. Nice. Achso, dann muss ich nach oben. Ich hab mir da eine. Jetzt bin ich wieder. Okay, einzig die Steuerung ist so ein bisschen hakelig. So ein Level-Ende gefühlt gibt es hier nicht, wa? Hä, ja, bin ich jetzt wieder. Zeig mir die Eichhörnchen. Fängt der wieder von vorne an? Ne, hier sind jetzt mehr Eichhörnchen, okay. Und das ist putzig, das Ding. Ich finde den Fuchs gut gemacht. Ne, ey, du. Geht da, Alter? Okay, nicht den ganzen Weg zurück, okay. Ich dachte schon, ey. Aber theoretisch würde es hier nur mit Rennen durchkommen. Okay. Ach, doch nicht wieder so weit zurück. Ist doch böse. Alter, ich bin Tiger, bin ich ein Tiger. Also. Von den, wie viel Spiel haben wir jetzt gemacht? 4 Spiele gestartet? 50% davon gut? Das ist doch schon eine bessere Ausbeute als den ganzen Abend, ey. Wobei ich gar nicht auch froh gewesen, wenn ihr ein Spiel gut war. Jetzt fällt es mir erst unten auf. Oh, warte mal. Die Zunge, je mehr die raushängt, und warte mal, kommt durchs Laufen? Nee, ist ja Schaden. Unten die Zunge ist eine Lebensanzeige länger, die wird umso. Oh. Also sind sie auf zwei Ebenen. Alter, jetzt hier wird es aber schwer. Also wenn die Steuerung nicht zu hakelig wäre, würde ich sagen, sie hat, jetzt hänge ich hier fest, jetzt hänge ich irgendwie fest. Na, jetzt geht's wieder. Die einzige Steuerung ist ein bisschen hakelig. Los, renne. Renne, mein kleiner Fuchs, so renne doch, renne, renne, die sind böse. Renne. Oh, die Zunge ist lang. Aber warte mal. Ich muss mal gucken. Ich würde mal sagen, diese.
vom Eichhörnchen erschlagen worden. Kleinste Raubtier hier, ey. Taschentiger. Hallo. Ach, schwimmen kann er nicht. Können Füchse nicht schwimmen? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, die können alle von Natur aus irgendwie. Also, warte mal. Ah, ich muss bestimmt da oben hin. Genau, ich muss die obere Reihe. Ich krieg das. Mit den Springen da irgendwie nicht so richtig hin. Also hochspringen. Da kann ich nie machen. Diagonal ist egal. Also. Warum fährt der da runter? Macht doch da an der Stelle. Okay, vielleicht darf ich wirklich nur auf der höchsten Position vom Hügel sein. Wieder. Also darfst du darum wohl nicht einen bestimmten Punkt überschreiten. Das war's dann. Oh, das ist nice. Das ist wirklich nice. Nein! Ah, okay. Nein! Schade. Na gut, gucken wir uns die nächste Spitze. Das ist gut. Also hier, wie heißt das nochmal? Foxy Lady? Nee, wie heißt das Ding nochmal? Fox of Back. Kann man wirklich empfehlen. Ist wirklich gut. Hawkstorm. Gucken wir uns die Hawkstorm an. Hi, Tisef. Und ein Prösterchen. Ein Schluck Bierchen wieder. Oh, guck mal, Hawkstorm Picture will ich mir mal angucken. Schon ein bisschen was schmiert das Bild. Schmiert das Spiel ab, nicht das Bild. Oh. Okay. So, und ich habe jetzt das Bild und das war's. Gut, dann starten wir nochmal und sagen dann nicht Bild angucken. Gut. Autostart. Ich will sie mit da rauskommen, nochmal neu. So, die ist schon vorne so vor. Das ist das Bild? Instruction möchte ich da ohne, ich möchte eigentlich spielen. Joystick einen anderen Port, ich hab bloß. Ja. F1 Instruction möchte ich nicht. Picture haben wir uns angeguckt, ein Bild. Toll. Okay, vielleicht ist bei Instruction dann versteckt, weil Return, Leertasten, alles machen hier nichts. Also F1. F1 macht auch nichts. Sag ich immer zu viel. Ja, mach. Keine Ahnung. Hätte ich neu gesagt. Okay. Enter new screen. Last screen and save. F1. Was ist? Space it. Hä? Kann ich jetzt hier schreiben oder was? Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, Mail Invasion ist kaputt. Jaws. Jaws Pick und Jaws plus 3. Jetzt erwarte ich irgendwie einen weißen Hai. Aber. Nee. Mich jetzt verarschen.
Da ist auch nichts drin. Okay. Es ist wirklich nur das Bild. Das sah ja ganz nett aus. Johnny, wir gucken dich mal an. Hallo Johnny. Kommt weg. Nein, ich möchte auch nicht die Endsequenz sehen, auch wenn ich sie niemals mein Leben sehen sollte. Warum eigentlich das bei so vielen Spielen ist, mit meinem Trainer bei, dass du die Endsequenz ansehen kannst? So ein Motto, ey, Kumpels, ey, ich hab die Endsequenz gespielt, ich hab's durch. Also. Hatten wir das nicht beim letzten Mal gehabt, irgendwie? Ja, das hat man letztes Mal doch. Wo ich dann am Haus immer an der Wand gestorben bin. Irgendwie. Ja, das hatten wir letztes Mal. Ja, das hatten wir letztes Mal. Unten ist der Schlüssel. Irgendwo versteckt gewesen. Oder durch den Keller komme ich hier rein. Ja, diese tödlichen Raupen, oder was da waren, ja, nicht durchlaufen. Ja, hatten wir letztes Mal, genau. Und dann bin ich an der einen Stelle nicht weiter. Kommt, das hieß aber anders. Okay, dann haben wir, sieht nach Kackbär aus. Und was ist das, der Kackbär? Ja, Kackbär. Intro Story. Okay, gucken wir uns Kackbär an. Da habe ich ja noch Spiele drin vom letzten Mal, die nie rausgelöscht hatte. Ich lösche die Dateien eigentlich immer dann, wenn ich das welche hier auf dem Komfort schon gespielt habe. Ah gut. Was ist da wieder? Okay. Ich würde mal sagen, das ist ein neueres Spiel. Oder eine Intro. Ach komm, ich hab da keinen Bock. Nimm halt eine Keytron. Was ist Keytron? Jetzt ist gerade so eine doofe Phase. Irgendwie kommt das sich richtig irgendwie. Hm. Ach, geht von der Linie weiter. Kann ich den Joystick wieder umschalten? Jo. Isometrischer Shooter? Die haben den Titel, wird nur so gestylt. Ja, lädt weiter. Wolf-Team. Mhm. Von 94. Noch 2 Wochen habe ich dann 2 Wochen frei. Ist das schön. Ach nee, Quatsch, noch ein bisschen mehr als 2 Wochen, so ja.
Nee, doch, 2 Wochen. Ja, 2 Wochen so. Cool. Hier zwischen den Jahren muss ich mal gucken, was ich mache an dem Dienstag. Ja, und das Spiel muss auch noch überlegen, ob es eine vernünftige Grafik. Ah, ne, okay, es war nur ein Ladebildschirm irgendwie. Duel Master, ja. Okay, start the game. 4 Wochen, das ist cool. Also ich hatte ja bloß kurz den Chat geguckt und bin schon gestorben. Ja, bleibt drinnen, Move Joystick. Ja, ich sage ja. Ach, ich bin der. Ach, ich bin der Linke, bin ich. Im Endeffekt ist es hier Snake, Tron, schieß mich tot. Ich muss am. Oh Gott, ja, warte mal. 20. ist ja Montag, oder? Warte. Ja, 20. ist ja Montag, dann müsste ich noch arbeiten. Ich werde mal mit meiner Chefin nochmal reden, ob ich nicht Homeoffice machen soll. Erst um 10 Uhr aufstehe und um 12 Uhr sage, ah, ich werde einen kurzen Tag ein paar Überstunden abbummeln. Irgendwie so ist der Plan. Muss ich mal die immer nochmal abkaspern. Das ist eigentlich, weil das Spiel gerade doof ist, weil so, wenn ein Spiel so schnell anfängt, du eigentlich ja keine Chance hast, mir erstmal zu reagieren. Am Motto, oh, das ist das Spiel. Eigentlich schon keinen Bock drauf. Da kickt mir mit den Elzon an. So, am Motto, leck mich zu. So, Autostart. Shooting Repeat. Ach ja, das ist immer gut. Off on alter. Nee, off on alter. Hör mal, Collision off alter. Nee, Kollision anders. Ach, verwirr mich doch nicht, ey. Irgendwie habe ich so die Gefühl, das Spiel hat die Großstunde ja unter einem anderen Namen. Nicht. Hallo. Ja, was soll ich denn noch machen, außer hier alle drücken? Nee. Ich würde es ja gerne starten, Kenners. Ich jetzt echt die Mucke die ganze Zeit anhören, ey. Ach, Herr Steffen. Ja, geht weiter. Könnten wir jetzt mal. Danke. Na, die Mucke haben sie doch auch gleich geklaut. Oh, okay, gut. Ach so, okay. Okay, Timing, Timing, Timing. Fängt da oben an, fast keine Ahnung. Halt
da gibt mir doch eine Scheune nicht wieder ganz von links. Nee, komm, mach mal der Stelle weiter, gerade wo ich draufgegangen bin. Nein, okay, es war ja nur ein Träumen. Ja, hier läuft alles ganz gut, außer ich gerade andauernd krepiere. Ganz nice gemacht. Ach guck, ich war da durch. Nur ganz nach links gehen. Nur mal du da weiter. Das geht ein bisschen weiter, ist schon mal gut, ja. So eine blöde Drecksauer, ne? Oh, geschafft. Ja, jetzt kommst du wieder von hinten. Super, das mag ich jetzt ja nicht. Aber genau, also das ist so für Gruppentouristen wie für mich ist das, das macht Laune. Also heute wirklich viele positive Ereignisse gehabt hier. Ach man, warum Gegner zurück, weil ich immer denke, ich fliege noch mal gegen und weil ich doof bin. Geschossen. Also das Ding mit ohne Sheet wäre Sheet duppig. Also hier will doch nur abschießen, rückt er dann nicht durch, ey. Da gibt's ja irgendwie so den, ja, Smartphone. Genau den Punkt kriegen, damit du da nicht getroffen wirst. Okay. Ah. Ach, du legst so von. Also wenn du auflädst und dann loslässt irgendwie. Also nach dem Dorf, weil einfach los ist, hast du so einen Schuss, wenn er so umrandet ist. Ja, und ich muss wieder vorne anfangen. Okay, geschafft. Prinzipiell kann es auf der Flugbahn bleiben. Also die Gegnerwellen sind relativ einfach. Okay, dann kommen wir in die Rand. Was? Ja, und wie? Ah, jetzt kann ich abschießen.
Ja, war ich da nicht dran gewesen. Komm, never. Das ist auch gut, das Ding. So. Ja, also da. Also ein paar Ecken sind wirklich ambitioniert. Bei zwei Ebenen muss ich wegmachen. Den oder rüber geschossen. Okay, hier musst du auch auswendig lernen. Das scheint nur irgend so ein brauner Pixel zu sein, den ich nie sehe. Ich hätte jetzt echt drauf geschworen, ich komme da vorbei. Das war jetzt wirklich so eine Nerv-Ecke gewesen. Komm ich da unten vorbei oder reicht das nicht aus? Ich kam auch nicht weiter runter. Hättest du den Abschnitt nicht überspringen können? Hi Blowfish! Danke fürs Follow. Okay, also hier oben lang. Ja, ups. Oder? Was geht noch? Okay, da vermute ich mal. Also erstmal will ich da vom Boss direkt weitermachen, ja. Also da würde ich mal tippen, ich muss in diese Nische rein, wenn Flügeln da. Okay, der war jetzt nicht besonders schwer. Also den finde ich auch richtig gut, den Geschmack hier. Ups. Hat Zeiger gerade richtig gepennt. Und warum? Weil ich den anderen Schuss nochmal ausprobieren wollte, was dann passiert.
Was war das jetzt eben? Der Hunger hat auf mich geschossen. Der hat jetzt irgendwie gar nicht registriert. Scheiße, ey. Oder so, was ich dann habe. Na gut, nehmen wir uns das nächste Spiel mal vor. Lords. Enigma. So viel, ganz viel Kleinkram ist da. Mal gucken, was das ist. Die Mucke kommt mir auch bekannt vor. Weiß bloß nicht woher. Nee, John Carpenter nicht. Aber irgendwie kommt mir die bekannt vor. Irgendwie so Sci-Fi-Film oder irgendwie sowas. Oder so Endzeit-mäßig irgendwie so. Ja, ich weiß auch, nee. Das ist so lange her. Ach, die Weihnachtsfilmsaison haben wir jetzt auch schon eröffnet bei uns. Am Sonntag wurde ordnungsgemäß wie jedes Jahr, was passiert da gerade, schöne Bescherung an. Ich bin Chevy Chase hier, happy vacation. Ich liebe es. So, okay, es rauscht nach Wasser und es passiert nichts. Ich kann auch nichts tun. Ist das ein Ladebildschirm? Was ich vermute, weil das ist so ein Möchtegern-Strategie-Ding. Irgendwie. Please choose one scape, ja. Joystick mal an Bord. Ah, brauche ich die jetzt hier? Der Taste dann? Feuerknopf, nein. Return, ah, Return sagt ja. Ja, I wanna play with the joystick. Also heutzutage sind wir mit Ladebildschirmen ja schon schön verwöhnt, wenn überhaupt noch auftreten, da passiert irgendwas. Damals saß du öfter davor und hast gelauscht, hängt das Spiel, lebt das noch? Ganz schlimm waren ja die Tape-Zeiten gewesen, ey. Weil da hast du ja nichts gehört eigentlich, wenn du den geladen hast und dann, ja. Was du am Ende das nur festgestellt, wenn das Band zu Ende war, ach, da ist doch was schief gegangen.
richtig unheimlich am Anfang, bevor es um die Schule ging, ey. So aufgestanden, du willst ja unbedingt noch morgens mal kurz eine Runde zocken. C64 angemacht, Tape drin geschmissen, wo ich doch keinen Floppy hatte. Load Player drückt dann halt die ganzen Kram, dann schon pinkeln gegangen, allen drum und dran. Ich dann noch, dann wieder kam, das Spiel LAN war. Oh ja, so, mein First Name ist der. Ich habe Return gedrückt. Ich drücke jetzt. Okay. Was? Press Enter Return when you're ready. Ja. Spiel ich jetzt in einen Sandkasten? Nee. Da ist ein. Okay, also der Joystick nicht in dem Port. Okay, das ist wirklich jetzt doof ohne Anleitung, aber ist jetzt so eine Art wie Populous? Also würde ich jetzt wirklich mal. Macht man hier rauf? Nee. Hey, doof ist die Symbole. Was ist, welche Symbole ist was? Weil man hier oben, das sieht nach Bergen aus. Was bildet sich da? Hä? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das bringt dann nichts. Ja, das sieht mir irgendwie so eine Art wie Populous aus. Mal gucken wir uns den Magic Serpent an. Mal gucken, was das ist. Also das hat jetzt hier nichts gebracht. Ich habe die Ereignisse nicht verstanden und. Irgendwie die Grafik fand ich auch nicht so hübsch. Diese Trauschen hat den Nerv irgendwie schon nach 30 Sekunden. Ja, gib mir immer die unbegrenzten. Unlimited Time. Ja, komm. Ja. One Player. Okay. Also, das muss ich ein. Ach so, dann wird das nach Zeit eigentlich. Oh, die Steuerung ist aber noch beschissener als bei Pac-Man. Also. Ja, schön. Also im Endeffekt musst du was einsammeln. Ach, okay, das ist natürlich doof. Jetzt die Unlimited Time, da habe ich wieder Zeit, die fressen. Ja, gut, nur Ziel des Spiels wird so sein. Er läuft der Lehne durch. Alles aufzufressen, was da drin ist, ein Pac-Man, also im Endeffekt. Ja, warum? Ach, weil du da links, rechts hast. Da kannst du dich entscheiden, da muss ich auf jeden Fall sagen, wo lang. Ey, ich will da bloß hoch. Ich drücke wirklich, ich schwöre, ich drücke nach links. Ah, und ich darf mir selber nicht in den Arsch beißen. Also wenn ich ehrlich bin, so. Er geht nicht nach links rin. Sag mal, muss ich den gedrückt lassen? Ah, ich muss ihn hier drückt lassen. Also nicht nur antippen. Gut, von der Idee ist es ja ganz nice, dass du dir ja den Arsch wegfressen kannst. Halt dann, okay, musst halt mitdenken. Weil es gibt ja dann wo Punktverlust, vermute ich mal. Ich habe es nicht drauf geachtet da. Aber was total fehlt, ist so irgendwie. Die hätten ein bisschen Musik drin machen können.
Weil das sagst du halt, so viel Futter kommt das nächste Labyrinth. Von der Spielidee okay, aber mir macht es keinen Spaß. Also, weil die Musik führt, das ist irgendwie langweilig. Nee, also da hätte irgendwie was hinten, nee, da hätte was dabei sein müssen. Nee. Ach du Scheiße. Manchester United. Du tust dir noch ein Fußballspiel an. Und ich als absolute Fußball-Lusche. Ja, kicken wir uns mal Menu an. Okay, vielleicht ist es auch so eher, ob du Manager bist oder so. Keine Ahnung. Vielleicht bist du der Typ, der Trikots waschen muss. Was weiß ich. Alter, das hast du beide hier. Gute Musik und gigantische Spreitansammlungen. Und einen Haufen Trash. Und Ladebildschirme, die blinken. Und ein alter Sack, der rumlabert. Hey. Ich hoffe, von euch hat keiner irgendwie Epilepsie oder so, weil ich glaube, der Bildschirm dafür ist. Ja. Also, ich habe keinen und gucke jetzt nicht mehr so darauf. Na, jetzt haben wir ein schönes Zitronengelb. Und nichts, was passiert. Gut, ich schätze mal, der Sinn von dem Spiel war eigentlich die gewesen. Diese Geflacker hatten dein Gehirn eingebrannt, dass du gerade ein super Spiel gemacht hast. Ach nee, doch nicht, geht. Okay, das Spiel heißt Menü im Deutsch, ist okay. Keine Ahnung, ey. Ich klicke jetzt hier irgendwas. Was ist das? Ja. Nee, doch nicht. Schau mal hier unten. Möchte spielen ein Häkchen? Ja, komm, Häkchen? Ich drücke Feuer, da kannst du von raus hier, Alter. Boah, blink. Ich glaube, in diesem Flacker wird das echt ohne geheime Botschaft versteckt. Wir setzen unsere Gehirne ein, brennt. Echt auf oben. Alter, aber so was von, ey. Warte mal, vielleicht kann ich euch jetzt richtig notisieren. Überweist euer gesamtes Geld auf meinem PayPal-Konto. Ja, Disketten, die halt nicht beschriftet waren. Und du hast doch irgendwie immer einen Edelstein gefunden dabei. Boah, Vermalla. Oder blau. Menü, ich finde dich kacke. So. Ich hoffe, ich kann selber spielen. Das wird jetzt nicht simuliert. Okay. Wie viele Spieler machen damit? 20? Pro Team? Das waren dann mehr als 11. Joystick an einem Port. Jetzt kommt ja einer mit dem Ball rein. Okay, jetzt wird Joystick doch wieder an einem Port. Nee. Ah, hier. Wer bin ich?
Wieso grätsche ich? Und ich möchte gerne wissen, welcher von diesen Pfeifenköpfen ich bin. Okay. Okay, jetzt renne ich. Ich hab den Ball. Ich hab den Ball. Rennschen. Ja, jetzt eine rote heben können, keine gelbe. So, und jetzt? Jetzt rennt der da hin. Ich habe das hier noch nie gespielt. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Nee, gelb sind die. Ich bin der jetzt. Oh Gott. Ja, hol den Ball. Yes. Ja, will ich auch mal. Mach immer zum Gegner den Abschlag. Das ist immer gut. Wieso ist jetzt meiner... Der hat mich doch gefreut, eindeutig. Och, so krumm. Das war doch nichts. Warte mal, links ist die Spielzeit. Was ist dann 5:12 und 1:03? Das verstehe ich jetzt nicht, weil die verändern sich nicht. Ja, es ist ein lautes Mimimi. Irgendwie ist es auch ein anderes Spiel, ey. Pff. Genieße ja noch nicht mit dir ein Bier trinken, ey. So, mess mir hin, ja. Ja, verträgst du nichts, wa? Ja. Gott, Schorle. Oh Gott, wie peinlich ist das denn, ey? Pass auf, wenn du Radler magst, ja Hormon 2 Träger, Astra Rakete, schmeckt wie Radler und knallt richtig. Okay. Okay, ich gehe da rüber, die werden bunt. Ist das jetzt das Ziel, dass alles bunt wird? Ich gehe mal von aus, das darf ich nicht anfassen. Ach, da kann ich drüber springen. Ach, jawohl. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Also mit einer Kugel, die so rüberspringen kann, aber nicht in so ein Labyrinth, oder was das da ist. Was war das jetzt eben? Wie bin ich gebeamt, dingst worden? Okay, also ich gehe mal von aus, gut ist, wenn so alle. Da sind. Ich glaube, da sollte ich nicht drin. Da kann ich rüberspringen, genau. Also irgendwie sagt mir das Spiel, warte.
Aber wenn die manchmal gelb hätte, verstehe ich noch nicht ganz die Logik im Grün. Bei dir kann ich ganz raus, die Logik. Ist überhaupt nicht die Fertig mache, dass die alle die gleiche Farbe haben müssen? Also damit fällt mir jetzt nicht ein, das ist irgendwie für mich logisch. Aber ich verstehe nicht, was die anderen Farben bedeuten dann. Alter, diese Drummi. Okay, also. Nein. Doch. So, warte mal, da geht's nicht. Dann müsste ich jetzt hier irgendwie rüber. So. Warum bin ich jetzt tot? Okay, den kann ich irgendwie farblich kriegt die nicht um mir. Die hat doch alle irgendwie noch auf Lila gekriegt. Okay, da habe ich so ein. Also da muss ich irgendwie anders hin, weil. Aber diagonal kann ich nicht springen, oder? Ach doch, jetzt. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist der wieder gelb? Wie? Also, okay, denk mit der Richtung zusammen, wie ich rübergehe. Also okay, da oben ist ein grüner. Oh, ist noch irgendwo was anderes? Ah, da. Warte mal, Mo, hier war ich doch gewesen, war ne? Ja, jetzt hätte ich die richtig mit dem Sprung geschafft. Nee, weil du bleibst jetzt gelb. Irgendwo hier oben war das doch gewesen, da genau. Also jetzt hätte ich gedacht, ich hab's geschafft. Oh, du leck mir doch am Arsch, ey. Okay. Oh. So, aber wann ist das Spiel jetzt zu Ende? Ich hab jetzt alle. Ah, da ist noch ein Gelber. Da ist noch ein Gelber. Komm ich da rüber? Darüber. Oh. Okay, war irgendwo hier oben. War das nicht hier? War denn das jetzt gewesen? Hat da irgendwo geblinkert, dass das war. Nicht nach Hause kann. Wo war das? Das Ding, Maze, irgendwie kannst du mich mal. Warte mal, das Ding heißt Maze Mania. Ist nett. Ich suche jetzt bloß wieder den Ausgang. Den hatten wir doch hier haben. Jetzt zeigt bestimmt. Och ja. War da hier lang nicht gewesen? Wo gab es da hier den Ausgang? Ah. Okay. Sehen wir nach, oder? Ach so. Ja, du sag mir doch, dass ich hier hektisch schnell sterben muss. Gut. Oh. Der Gemüsegarten. Ach so, scheiße. Ja, ist okay.
Na, warte mal, komm. Also vorhin konnte ich ein bisschen diagonal spielen. Ah, okay. Also manche von der Seite, manche von oben oder unten. Okay. So, warte mal, da muss ich dann anders da. Also das ist ganz süß, das Ding. Hat hier so viel noch zu tun? Ja, genau, hier passt. Okay, ein bisschen zu früh abgesprungen. Nee, Mann. Nein, nicht runterfallen. Ja, zum Glück, ich habe unentschieden Leben. Kurz mal das Kicken angeschrieben worden. Oder doch nicht. Keine Ahnung, warum das Ding gemacht hat. Warte mal, irgendwo hier. Also den Levelweg noch zu Ende machen. Ja, warte mal, da müsste ich von oben hier. Ein bisschen bewegen mehr drauf, wie es aussieht. Ja. Ich komme, ich bin zu rechtzeitig gesprungen hier. Aber das macht Spaß. Hat eine schöne Grafik und macht Laune. Ah. Geschafft. Geschafft. Achso, ja, hier wieder auf die Schnelle. Ja, und okay, du kannst ja nicht, weil nichts mehr da ist, zurück und ja, okay. So, Jungs, aber ich würde jetzt Schluss machen. Also, das ist echt gut. Also, Maze Marble oder Marble Maze, wie das nochmal hieß hier, kann ich auch bestens empfehlen. Also, der Tag heute war, jeder Abend war, Maze Mania. War wirklich erfolgreich gewesen. Schöne Spiele bei. Gut, also ich mache da mal den Feierabend jetzt. War wieder schön, dass ihr dabei wart. Schönen Dank, Blowfish irgendwie Fufu oder sowas für das neuen Follower. Finde ich geil. Dann macht's mal gut und hören nächsten Dienstag bestimmt. Schaffe ich auch wieder. Okay. Na denne. Habt noch einen schönen Abend allesamt. Ja, wo wollte ich jetzt machen? Genau, ich muss den Chat, den Stream beenden. Okay, winke, winke.